Dead by Daylight, Freunde. Wir spielen... Boah, was ist das für ein Lag? Yo, wow. Wir spielen eine Runde Dead by Daylight. Und es ist jetzt ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal wirklich eine Aufnahme für... Es wird ein bisschen... Ah, das ist der Knight. Okay. Boah, verdammte Axt. Warum kann er so schnell zuschlagen? Warum laggt's? Okay. Wir kriegen das hin. Okay. Was ich sagen wollte, das ist eine Weile her, dass ich wirklich aufgenommen habe. Alter. Es lag. Es hat noch nie gelaggt, ein DVD, wenn ich gespielt habe und aufgenommen habe. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall weit hin her, dass ich aufgenommen habe. Und habe natürlich jetzt auch mittlerweile einen komplett anderen Rechner und so weiter. Ihr kennt das, glaube ich, alles noch gar nicht, ne? Also, die Leute, die hier den Kanal mich verfolgt haben, die kennen irgendwie nur meinen alten Rechner. Und wissen, ist nicht so Premium, ne? Und mittlerweile ist es auf jeden Fall besser geworden. Wieso habe ich Technikerin dabei? Niemand weiß. Auf jeden Fall ist jetzt weit hin her. Und ich ziehe um und das wird jetzt auch wahrscheinlich ein Biegen- und Brechen-mäßiges Video, damit man irgendwas noch vor November von mir mitbekommt, weil ich wollte eigentlich ein Halloween-Video machen, das fällt jetzt komplett flach. Leider. Es ist so unfassbar. Es hat sich halt einiges jetzt in der letzten Zeit getan, dass sich die Dinge so ein bisschen verändert haben. Und ich jetzt ein bisschen gucken muss, wie es mache. Denn ich möchte auch wieder mehr Stream-Videos machen und das alles ist jetzt nicht möglich gewesen. Ausbildung, Kram und so weiter nebenbei. Ella Lager an der Stelle. Ausbildung und so nebenbei hittet halt da ein bisschen anders, ne? Und was ist das denn? Das hat... Leckt sonst nie so. Ha. Mich verwirrt das alles einfach. Es ist jetzt alles so ein bisschen drunter und drüber. Aber meine Spielzeit in DBD hat sich auf jeden Fall jetzt einiges getan. Ich spiele sehr aktiv mittlerweile DBD. Bin ich auf jeden Fall meiner Meinung nach ein wenig besser geworden. Guck mal. Hier. Eine Aktion. Warum laggt die so geisteskrank? Was ist da passiert? Nie laggt normalerweise in DBD. Ah, verdammte Axt, ich will was Cooles machen. Scheiße, das krieg ich nicht hin. Das krieg ich nicht hin. Oh mein Gott, er ist der Goat. Er ist der Beste. For real. Wow. Ah ja, okay. Naja, ich mag den Ritter nicht. Ich weiß nicht, wie ich gegen den spielen soll. Der ist so ein bisschen... Er verwirrt mich ein wenig. Aber wir schauen. Wir schauen, es wird. Wir machen das schon. Die bleiben allgemein ein bisschen crazy unterwegs. Mag die also semi. Ja, jetzt haben wir den Jetshot zur Hälfte fertig. Gleich können wir dann uns diese verpissen und dann nochmal gucken gehen, ob wir die anderen saven gehen. Beziehungsweise hier, weil die sind ja gerade angehettet und wir gehen mal hin. Denn wir wollen natürlich helfen, dass er wieder freikommt. Ja, und natürlich spielen kann. Arme. Dann heilen wir den jetzt erstmal hoch, wa? So gut es geht, würde ich sagen. Es ist jetzt einfach das meiner Meinung nach smarteste, was wir jetzt machen können gerade. Na, da haben wir einfach Blendgranaten. Ah, verdammte Axt. Da war ich falsch positioniert, um zu versuchen, einen Defixi zu machen. Er kann ruhig mit seinen Schergen hier hinkommen. Die jucken mich relativ wenig. Aktuali. Kurz Herzklopfen bekommen. Oh mein Gott. Okay, wir machen das. Wir schaffen das. Wir schaffen da noch ein bisschen Zeit rauszuholen, Freunde. Wie sollen wir herkommen? Oh, jetzt hört er mich. Alles auf korrekt. Er macht auf korrekt, macht er. Ehrlich, er macht auf korrekt, macht er. Sind gut dabei. Einer hing nur bisher. Zwei Gens müssen noch gemacht werden. Boah, da ist eine Gen sogar fast fertig. Crazy. Der war da eben, aber ich weiß nicht, ob der jetzt kommen würde. Oh. Wir machen den Gen auf jeden Fall fertig. Die Flashbang halte ich mir für den Schluss. Yo, wir gehen Cam. Throwing Flashbang.
Genau für dafür, für so einen Moment habe ich mir die Flashbang aufgehalten. Genau für so einen Moment. Boah, das war actually Peak Play. Das soll mal herkommen. Kuppe Blase, soll ich mal ein Schrittchen zu mir wagen, aber wo haben wir den anderen Ausgang? Ach, da vorne. Der ist sogar fast fertig. Ist die Gangbang healing? Ich will helfen. Da. Ja, komm her. So, dann gehen wir da gleich noch helfen und den versuchen zu retten, natürlich. Wow. Hä? Hä? Oh. Beim Trollen gerade, was ist das denn? Warte, ich mach mal meinen Exhausted erstmal weg. Der bleibt da in der Nähe, ne? Warum macht er den Helm? Ist er dumm? Oder was macht er? Der sollte da eigentlich nicht hingerannt sein. Ich denke mal. Ah doch, das ist aber... Das ist doch ein Troll. Junge, Junge. Warum ist er denn nicht einfach direkt zum anderen Ausgang gegangen? Ja, was soll ich machen? Ah! Ich habe es versucht, aber warum er nicht zum anderen Ausgang gegangen ist, ich habe es nicht verstanden. Er ist da geblieben. Was war das? Zwei Pips, crazy! Leute, let's go! So eine gottlose Runde. Junge, Junge. Also, sorry, aber der Jake, der war doch am Trollen. Machen die anderen beiden das jetzt noch? Ja, die warten dabei mit dem Ausgang. Ja, die gehen jetzt auch einfach raus. Sorry, aber der Jake Park, der war doch so am Trollen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Denn jede Woche Donnerstag kommen neue Dead by Daylight Folgen. Diese haben einen Twist. Vielleicht geht die eine Folge etwas länger, die andere etwas kürzer. Oder vielleicht auch was komplett anderes. Wir schauen, was die Zukunft bringt.